Was geht eigentlich ab? Wir sind wieder übelst back wieder, Rücken auf Englisch. Heute mal bei Tora Beck am Start. Ja, meine Premiere mal wieder auf dem Kanal. Aber jetzt nicht für uns, sondern eigentlich dann nur für euch so gesehen. Weil wir waren auch schon vor Ort. Deswegen ich wollte gerade sagen, das ist direkt rein. Weil wer auf der Isle of Skye unterwegs sein sollte, sollte auch bei Tora Beck mal vorbeischauen. Auf jeden Lohnt Fall. Sich, auf jeden Fall. Und vor allem freuen uns schon extrem auf das Video, weil wir haben immer so ein bisschen gewartet oder gehofft. Gut, hoffentlich kommt da irgendwann mal eine passende Abfüllung raus, damit wir es zeigen können. Wir haben Videomaterial, bietet sich natürlich überragend an. Und wir fühlen es einfach, weil es von der Produktionsweise schon eine ziemlich geile Brennerei ist. Und jetzt kam eben diese dritte Batch oder die dritte Ausführung der Legacy-Serie. Die Serie soll sich bis zu dem 10-Jährigen im Jahr 2028 aufbauen. Also da soll jetzt immer wieder was kommen. Und wie Kai schon gesagt hat, hier haben wir jetzt den dritten, also auch der erste, der mit Sherry-Fässer abgefüllt wurde. Sieht man zwar nicht, aber... Ja, gar nicht so dunkel der Lachs, aber man weiß, dass auf jeden Fall Oloroso, auch PX, aber natürlich auch Birkenfässer verwendet wurden. Zur Brennerei an sich, Kapazität von 500.000 Liter, also wird auch gut ausgeschöpft. Da jagen Mossburn Distillers, die dahinter stehen. Kennt ihr vielleicht den unabhängigen Abfüller Mossburn? Die leiten die Brennerei und machen halt, allein wenn man die Flasche anschaut, seht ihr gleich Whiskyporn, da steht halt auch alles drauf, PPM-Anzahl, wir haben über 70 pro PPM. Also im Barley noch, also bevor es destilliert wird. Aber die sagen das sogar, dass sie 19 ppm im Whisky noch haben. Knapp über 19. Genau, ja, richtig. Aber ganz wichtig zu erwähnen, weil es gerade diese 78 ppm ist dann eigentlich so dieser Vergleichswert zu allen anderen Brennereien, Perfekt. Weil die auch immer vor der Destillation diesen ppm-Wert angeben. Genau, wenn wir jetzt Kilhoman oder Artback mit 50 bis 55 nehmen. Und wir gehen hier auf über 75. Ja, Mann. Ja, und schon wir haben ordentlich. 80 bis 120 Stunden Fermentation, also recht lang eigentlich. Das eher für einen fruchtigeren Charakter eigentlich sprechen sollte. Abgefüllt wurde der Ganze mit 46%, natürlich nicht kühlfiltriert und auch nicht mit Farbstoff. Und heißt, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, Nock, na moin. Ja moin. Ja moin. Ja. Ich würde sagen, Nock, schepp auch richtig rein. Aber sehr gerne. Der Whiskyporn war natürlich mehr wert als die 55 Euro, die die Flasche nur kostet. Okay. Finde ich tatsächlich erstmal recht preiswert für eine junge Brennerei, die gar nicht so viel jetzt auf dem Markt hat. Jung, weil sie 2016 gegründet wurden und 2017 angefangen haben, Whisky zu destillieren. Genau. Und ich finde die Flaschenform übelst geil. Ja, ist auch cooles. Relativ eigenständig. Ja. Und vor allem, ich finde es so cool, dass damals bei der ersten Abfüllung Whisky.de den Preis erhöht hat, weil sie mehrere Etiketten hat. Ja, Alter, oh, geil! Ich wollte noch, ich habe gerade kurz überlegt, aber noch mal drauf eingehen. Ja, muss noch. Oh ja, muss schon erwähnen, wie viele Etiketten die haben. Ja. Ja. Schon krass. Nase rein, oder? Ja, sehr gern. Mach mal. Sehr, sehr gern. Salzig war es letzte Woche, Alter. Ja, trifft es eigentlich ganz gut. Das ist schon salzig, aber du hast auch so einen leichten roten Fruchtcharakter. Ja, also ich genau. Nimm mal auch sofort so das junge Alter in der Nase. Genau. Ich finde ihn so ein bisschen fleischig irgendwie. Ja, mit Kupfer. Ja, also das junge Alter äußert sich in erster Linie durch den Kupferanteil, finde ich. Ja, die Salzigkeit sticht extrem hervor. Mhm. Und dann aber auch der Rauch, der aber aus meiner Sicht gar nicht so ein brennender Rauch ist, sondern es ist ein sehr, sehr... Warmer Dampf oder so. Ja, genau. Ja, genau, warmer Dampf trifft es ziemlich gut. Ja. Das sind aber so richtige Grillsalzflocken mit so Kräutern drin. Ja. Das ist so richtiges so Kräutersalz. Metallische, halt wie wenn man... Ja, ich kenne es nur aus Erzählungen, aber wenn man zum Beispiel so einen Kaugummi aus seinem Papier auspackt, aber das Papier halt noch isst. Also in die Richtung geht es in der Nase schon mal. Auf jeden Fall. Oder wenn du halt einfach nur direkt am Kupferrohr lang leckst. Ja. Klassiker. Krass. Wer kennt's Mann, ihr kennt euch echt gut aus mit komischer Scheiße. Also du hast schon angesprochen, so eine leichte, warme Fruchtnote, fast ein bisschen kommt auch, die ich jetzt noch nicht so richtig zuordnen kann. Also ich kann es jetzt noch nicht sagen, es ist das oder das. Aber ansonsten... Da ich es absolut nicht aussprechen kann, sage ich es nicht. Aber wenn du so einen frittierten Käseklumpen mit diesen übelsten Preiselbeeren... Camembert. Ja. Ja.
Das ist wahrscheinlich einer von denen, der auch Babybell mit der roten Hülle ist, ja, oder? Und sich wundert, warum sagt Katze schmeckt. Nee, aber gerade, also vor allem diese Preise dann auch auf dem Schnitzel oder so, die sind schon. Ja, die sind schon da, auch die leichte Säuerlichkeit. Genau, schon, ja. Also manchmal geht es dann mehr in die Richtung von dem jungen Whisky, wo es dann nervt, und manchmal geht es mehr Richtung Preiselbeer, da ist dann der geil. Aber es ist echt so leicht käsig tatsächlich, finde ich es echt auch. Ja. Also ich sag's doch. Ja, das ist tatsächlich so. Aber ja, stimmt wirklich. Ich habe auch im ersten Kontakt dachte ich, ah, kommt da so ein vom Sherry was durch so ein bisschen überhaupt. Aber es war dann echt wirklich so ein bisschen so diese käsige Note, vielleicht dann auch von dem PX, die da so ein bisschen durchkommt. Aber ich muss schon sagen, so dieses metallische, jung, rotfruchtige, schon, mich stürzt ein bisschen. Leider. Also ich muss und da mich erinnert es auch, hatte ich leider letztens ja erst einem Video, oder wir. Da wollte ich jetzt auch drauf eingehen. Das war wahrscheinlich der Kill Karen. Ja. Genau, Kill Karen, das habe ich auch in der Nase. Genau den Punkt wollte ich gerade auch ansprechen. Es ist so schwierig. Das ist eine Note für uns. Wenn die da ist, das fuckt uns gleich ab, wo wir denken, scheiße, Mann. Das, warum macht man das? Warum nimmt man Sherryfässer bei so einem jungen Whisky? Weil das die Note irgendwie nochmal mehr rauskitzelt. Aber es gibt ganz viele. Bei Kill Karen 8 haben wir es gesehen, dass viele von euch das halt so extrem geil finden. Wer den Kill Karen 8 irgendwie ansatzweise fühlt, der wird hier in der Nase auch schon sehr happy sein. Aber ich mir auch so. Ich fand den Kill Karen 8 von uns vier auch am besten tatsächlich. Ja. Komischerweise. Der hört sich jetzt ja auch nicht so schlecht an. Genau, das geht bei mir auch schon in die richtige Richtung. Was ich aber als positiven Punkt nochmal hervorheben möchte, ist für mich, wir haben hier einen Whisky, der mit 75 oder knapp 78 ppm laut Homepage, hier 78 ppm, das Alter. Alter, haben wir, wenn ich an Artback oder sonst was denke, ganz andere Rauchmonster gehabt. Aber da macht die Fermentationszeit auch ganz viel aus, weil lange Fermentationszeit, mehr Komplexität mit einem Charakter noch im Spirit drin. Und du hast hier eher so dieses Dampfbad-Sauna-Aufguss-Thema. Genau, den finde ich geil. Ja, das war der positive. Ja, finde ich auch. Die Rauchigkeit gefällt mir auch echt gut und kaum vergleichbar mit einer anderen Rauchigkeit. Ich habe vorhin am Anfang mal so eine Fleischigkeit erwähnt. Ich finde ihn auch immer, die ist immer noch präsent. Ich habe das auch tatsächlich ziemlich stark in der Nase. Ich finde ihn so ein bisschen wie so ein Schwarzwälder Schinken irgendwie, so ein geräucherter. Das so ein bisschen. Komm, lass mal. Komm, lass sippen. Ja. Sehr gern. Slanche. Oh, toll, Abgang. Also, er hat 46%. Die finde ich schon ziemlich stark, muss ich sagen. Ja, okay. Hat schon ein bisschen gebrannt. Aber ich fand es in der Nase, wollte ich eigentlich vorhin auch schon ansprechen, fand ich es richtig entspannt. Also, fand ich es gar nicht präsent vom Alkohol. Aber, Mund mal aber jetzt im Mund hat er schon kurz einmal ein bisschen und gekickt. Es war nicht nur letzte Woche salzig, sondern es war auch gerade richtig salzig. Ja, und es ist auch immer noch salzig. Genau. Ja. Aber der bringt schon ganz viele unterschiedliche Arten von Zucker mit im Abgang. Ja. Wobei ich in dem Geschmack erstmal sehr, sehr ähnlich zur Nase empfinde. Also ich habe da viel von dem, was ich in der Nase hatte. Ich hatte eine unglaublich hohe Salzigkeit. Ich finde auch da, dass ich gutes junges Alter habe. Ich habe schon diesen bisschen Kupfergeschmack. Ja. Der Abgang dann wiederum, da kommt dann ein bisschen Zuckrigkeit, ein bisschen Süße, ein bisschen was. Ich finde original Birne. Ja. Apfel, Birne, aber eher Birne. Birne trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Eher so dieses wirkliche Fallobst, Obstgartenzeug. Ja, Obstgarten. Mein Räucherschinken geht so ein bisschen in den Hintergrund. Klar, rauchig ist er schon, aber ja, so stimmt. Dieses fleischige, speckige, das ist ein bisschen weggegangen. Also man hat es schon noch, aber deutlich weniger als in der Nase. Also ich finde, im Mundgefühl fand ich ihn auch schon sehr salzig, echt krass. Aber gefällt mir dann auch, weil es schon wieder so eine Extreme ist. Und zum Glück aber auch jetzt so dieses krass kupfrige, rotbeetige irgendwie, habe ich jetzt nicht im Mund. Also zum Glück nicht so stark. Aber wahrscheinlich wird es auch durch das Salz überdeckt und halt auch die Rauchigkeit auch wieder schön. Ja, aber eigentlich ein bisschen zu stark vom Alkohol für die 46. Das Käsige ist auch so ein bisschen weg jetzt. Also man hat es immer noch in der Nase, aber im Mund irgendwie gar nicht mehr. Ich finde im Moment des Schluckens, wie der den Mund füllt, finde ich ziemlich nice. Da geht dann ein geiles Gefühl ab. Also schön holzig auch. Aber halt geiles Holz, nicht so Wirtschenock. Holzigkeit gehe ich auf jeden Fall mit. Die kommt richtig gut. Ich find, karamellig bisschen. Kommt im Abgang, finde ich. Da kommt im Abgang die Karamelligkeit. Ich habe tatsächlich, und da bleibe ich auch dabei, ich bin mir noch nicht, es ist so ein bisschen diese Kupfer-Alkoholnote, die habe ich schon im Geschmack. Die finde ich jetzt nicht dominierend,
Dominieren tut das Salz aus meiner Sicht, aber ich habe sie schon noch beiläufig. Aber ich finde ihn ziemlich dickflüssig und ölig, wie er runterläuft. So. Ja. Das ist so fast schon ein bisschen industriell so. Ja, ich bin auch schon echt hin und her gerissen, muss ich sagen. Ja, absolut. Nase war dann wirklich nicht so meins. Mund hat es besser gemacht. Aber habe ich jetzt öfters Bock auf den Lachs? Ich denke eher nicht. Das ist eine schwierige Frage. Also auf jeden Fall, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal sippen, auch vom Recap. Ja, vor allem, weil da bin ich extrem gespannt auf das Recap. Genau, richtig. Ja. Weil was passiert mit dem, wenn er offen ist? Weil ich kann schon ab und zu mal über diese Kupfernote, das rote Junge, in der Nase hinwegsehen, weil der im Geschmack und im Abgang einfach schon nochmal ganz anders ist, finde ich. Aber ob der dann bockt, ist aktuell für mich schwierig zu sagen. Wobei ich sagen muss, jetzt gerade nochmal, um auf den Kilcrown drauf einzugehen, der ja 8 Jahre alt ist und hier sind wir auf jeden Fall ja unter 8 Jahre, wahrscheinlich eher 5 oder so. Ja. Da würde ich definitiv den hier bevorzugen. Ja, krass. Also auch vom Preis her. Das dann sowieso auch noch, aber jetzt rein geschmacklich, für meinen Geschmack, bringt der mir viel mehr. Das ist schwierig. Müsste ich mir in Ruhe beide nochmal einschenken und vergleichen. Schenken nochmal die Punkte ein. Ja, sehr gern. Also grundsätzlich zum Preis muss ich schon sagen, finde ich cool. Ja. Also klar, gibt es viele, die würden jetzt keine 55 ausgeben wollen, für was, wo sie auch nicht kennen. Aber jetzt die Brennerei, vor allem wenn man auch nach vor Ort war und alles, die ganze Art und Weise, könnte man eigentlich fast sofort 20 Euro mehr verlangen und der wird trotzdem gekauft werden. Ja. Deswegen finde ich es cool, 55 Euro. Ja. Ich finde den Preis jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt auf jeden Fall geileres in dem Segment. Der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt, das zu 100%. Aber es gibt halt auch einfach nicht viel von dem. Ja. Du musst dich abfinden, wenn du es nicht zahlst, hast du halt Pech. Gut, also ich fange jetzt mal mit den Punkten an. Bei mir ist eine 83. So war es dann auch beim Kilcrown. Ich denke mal mit der Tendenz eher zu der höheren. Im Recap dann, beim Kilcrown war es andersrum. Ja, 83, mehr kann ich jetzt aktuell nicht geben. Ich mache direkt weiter. Bei mir war es eine 81 in der Nase, eine 84 im Geschmack und Abgang, weil ich finde schon, dass er sich da massiv steigert. Lande ich in der Differenz bei 82,5, so in etwa. Ist aufgerundet eine 83. Ja, aber übernehme ich auch direkt, weil bei mir ist auch eine 83. Ich kann diese Note, diese rotfruchtige Kupfernote, jetzt nicht irgendwie belohnen mit einer 84, weil das ist für mich einfach eine, die fühle ich nicht und die fühle ich in allen Whiskys nicht. Mhm. Und egal wie sehr ich Thorarek fühle, die Note fühle ich immer nicht. Ja, ja, vor allem bewerten wir es ja deswegen jetzt halt höher, weil wir die Brennerei geil finden. Genau, richtig. Ja. Zum Glück hat auch der Mund mehr abgeliefert bei mir als die Nase, sonst wären wir ganz schnell bei 80, 81 gelandet. Das sind Fakten. Also bei mir wäre es rein vom Alter auch, vom Aspekt her, direkt schon eine 84 auf jeden Fall. Das würde ich auch sofort einloggen. Mir hat der übel gut gefallen, aber ich würde ihn mir jetzt auch nicht kaufen. Ja. Also 55 Euro ist gerechtfertigt für den Aal, aber wäre jetzt in meinem Regal, auf jeden Fall nichts. Also wenn ihr einen Kilcrown 8 wollt, in einer bisschen anderen Variante, dann günstiger, den. Dann go for it. Wir bauen ab. Nice. Macht mal einen Daumen nach oben. Besser ist. Ja. Dann gehen wir durch das Thorarek. Sehr gern. Gar nicht so weg, der Thorarek. Just a little bit.